Ja, Michael Dingels, wie traurig war dein Comeback heute? Ja, traurig, so ist Fußball. Ich denke mal, wir waren nicht schlechter, nur wie immer, wir stehen unten drin und fangen das an, ein Gegentor, wir geben alles, die Jungs geben alles. Dann kriegen wir noch hier ein paar schlimme Worte, die finde ich nicht gut als Mannschaft, weil wir sind im Moment an unsere Grenzen gestoßen, ich mit 2 Einheiten, Spiel wieder. Die Jungs, die geben alles Woche für Woche, aber es reicht halt im Moment, das ist auch eine Qualitätsfrage und ja, umsonst stehen wir nicht da unten drin. Was war heute aus deiner Sicht entscheidend? Es hätte so oder so ausfallen können. Ja, entscheidend war wieder das eine Gegentor. Wie so oft, wir hatten unsere Chancen in erster Halbzeit, die hatten ihre Chance, nur sie machen ihre Tore und dann spielt es klar runter, umsonst stehen sie noch am Platz 4 und wir sind auch noch zu grün hinter den Ohren beim Gegentor und dann passiert sowas halt. Bist in der Phase reingekommen, wo die Mannschaft völlig von der Rolle war, war so deine Aufgabe, wieder ein bisschen neuen Mut aus dem Rasen zu bringen? Ja, natürlich, aber ich versuche die Mannschaft mal nach vorne zu pushen, war auch schwer dann für mich reinzukommen, aber ich denke, ja, wir haben nochmal alles versucht und ja, Punkt wäre gerecht gewesen. Wie schwierig wird es jetzt in den nächsten Wochen? Ja, es wird nicht einfacher, aber wir müssen zusammenhalten als Mannschaft, müssen weiter arbeiten. Der kleine Strohhalm noch da ist, den müssen wir anpacken und den werden wir auch bekommen, wir werden nicht absteigen.